Ja, hey Schnitzli und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Black Mirror. So, ich habe mich inzwischen einmal ein bisschen umgesehen und hier bei dem kleinen Fenster gibt es doch tatsächlich hier oben eine Schraube. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das das erste Mal ist, dass man so außerhalb des Fokusbereichs was finden musste. Hat auf jeden Fall eine Weile gedauert, aber wir haben hier die Schraube. Und ich hoffe doch, dass wir mit dieser Schraube jetzt unsere Gartenschere reparieren können. So, hier ist die Schere, hier ist die Schraube. Mal gucken. Yes, eine fertige Gartenschere. Perfekt. Na, dann lasst uns doch mal rübergehen zu dem Grab und da ein bisschen gärtnern und das Gestrüpp entfernen. So, ich hoffe, das funktioniert jetzt. Verwelkter Strauch. Schnibbel die Schnipp. Tatsache. So, jetzt können wir uns das Grab angucken. Ach, er versucht den Deckel abzuschieben. Der Deckel ist zu schwer. Ich kann ihn nicht bewegen. Wie? Ich hätte gar nicht gedacht, dass er. Also, dass der Sarg da einfach so rumsteht. Ich dachte, das ist ein Grab. Ich dachte, das ist irgendwie verbuddelt. Aber dann müssen wir jetzt hier doch nochmal gucken. Hier ist nur das Fenster, hier ist die Tür. Hier ist noch eine dunkle Ecke. Haben wir die schon mal angeguckt, die dunkle Ecke? Wir gucken mal. Nichts als wertloser Schrott. Ah, okay, dann haben wir die wahrscheinlich schon mal angeguckt. Aber nee, Moment, wir können sie immer noch angucken. Nichts als wertloser Schrott. Ich probier mal die andere Maustaste. Eine Metallstange, die nehme ich mit. Dass der immer auf der anderen Maustaste noch so Sachen hat. Du kannst doch nicht sagen, da ist nichts und dann sagen, da ist doch was. Aber na gut, nimm Stange. Ob das reicht? Müssen wir die noch irgendwie abflachen? Aber wir haben nichts wirklich dafür. Dann gucken wir einfach mal und hoffen, dass das reicht, um das Grab beiseite zu schieben. Wenn nicht, muss ich nochmal überall rumgucken. So. Beziehungsweise nicht das Grab, sondern den Deckel. So, bitteschön. Mal wieder ein bisschen Grabräuberei. Das ist der Samuel ja mittlerweile bewohnt. Nein, das Grab ist leer. Wie komme ich an den vierten Schlüssel? Ich kann jetzt nicht aufgeben. Ich muss weitermachen. Das Grab ist tatsächlich leer. Und wenn das doch nur so eine Art sehr großer, komplexer Grabstein ist? Also vielleicht müssen wir ja doch da drunter. Oder wir müssen... Ich gucke mal, ob hier noch irgendwas ist. Nee, wir können nur weiter das leere Grab angucken. Hier in den Ästen ist auch nichts. Wir könnten natürlich mal gucken, ob die Schwester vielleicht weiß, wo der gute Mann begraben ist. Oder vielleicht können wir jetzt auch zurück und Victoria nochmal fragen. Obwohl, die hat ja gesagt, der liegt hier. Also irgendwo müsste er ja sein. Mal gucken. Oder ist gar nicht gestorben. Wer weiß. So, wir reden mal mit der Schwester. Kann ich mit Ihnen sprechen? Sicher. Ja, das Grab. Ich habe das eventuell aus Versehen aufgemacht. Sagen Sie, der alte Friedhof hinter dem Sanatorium, wurde er schon immer von Ashbury geführt? Ja, soviel ich weiß, gehört er seit mindestens 100 Jahren zu Ashbury. Und davor? Davor war er der Gemeindefriedhof von Wormhill, glaube ich. Aber wie gesagt, das ist schon sehr lange her. Danke, das war alles. So, so. Der alte Friedhof gehörte also der Gemeinde von Wormhill. Das war alles. Danke. Will er jetzt nach Wormhill gehen? Ich guck mal, ob wir uns wieder bewegen können. Wo ist denn unsere schöne Karte? Ah, können wir tatsächlich. So, die Kirche von Wormhill? Ja, dann müssen wir wahrscheinlich jetzt zur Kirche, ne? Wir können aber auch nach Black Mirror und wir können auch immer noch in die Leichenhalle. Aber mal gucken, ob er jetzt vielleicht in die Kirche reingeht. Ah, Tatsache. Jetzt können wir hinein. Na, dann schauen wir doch mal. So. Macht der Priester sich eigentlich Sorgen, dass wir letztes Mal nach da unten verschwunden sind und dann seit Tagen nicht mehr auffindbar waren? Also nur so eine Frage. Mal gucken. Wir fragen ihn mal. Pater Frederick? Pater Frederick?
Ja? Kann ich mit Ihnen sprechen? Aber sicher, mein Sohn. Ich höre. Wahrscheinlich dachte er, wir sind einfach wieder gegangen in seiner Abwesenheit und haben unhöflich nicht Tschüss gesagt. So, na gut, dann fragen wir mal nach dem Grab. Ich möchte Nachforschungen über einen Vorfahren anstellen. Können Sie mir helfen? Ich helfe Ihnen gerne, aber ich spüre, dass Sie etwas beunruhigt. Möchten Sie darüber reden? Glauben Sie mir, Sie würden Ihre Seele damit entlasten. Das ist liebenswürdig von Ihnen, Pater, aber ich bin aus einem anderen Grund hier. Ich verspreche, wiederzukommen, wenn ich getan habe, was ich tun muss. Also gut. Was benötigen Sie von einem Diener des Herrn? Ich muss herausfinden, wo sich die sterblichen Überreste von Lothar Gordon befinden. Ich vermute, dass in den Gemeindechroniken ein Eintrag darüber steht. Unsere Chroniken reichen weit in die Vergangenheit zurück. Ich glaube, ich müsste die Informationen finden können, die Sie brauchen. Kommen Sie bitte später wieder. Ich werde eine Weile brauchen, um den Eintrag zu finden. Danke, Pater. Okay, der Pater recherchiert jetzt also für uns. Ich meine, es ist lieb, dass er uns helfen will, aber rein theoretisch könnte auf Samuel ja auch lasten, dass ungefähr 5 Leute in letzter Zeit gestorben sind. Aber das ist es bestimmt nicht, so wie ich den Samuel kenne. So, ich probiere mal einmal kurz den Ort zu wechseln einfach und dann wiederzukommen. Vielleicht ist die Zeit ja dann schon zur Genüge abgelaufen. So, sind wir wieder bei der Kirche. Gehen nochmal rein. Gehen hier rüber und hoffentlich, na, hier zum Altar, ist der Pater dann fertig. Mal schauen. Pater? Ja, mein Sohn? Darf ich Sie einen Moment stören? Ja, sind Sie fertig? Haben Sie schon irgendetwas in den alten Chroniken gefunden, Pater? Es ist mir sehr wichtig. Noch nicht? Sie müssen Geduld haben, mein Sohn. Ich komme später wieder. Na gut, aber wie viel Geduld soll ich denn haben? Ich meine, das andere... Wir können uns ja einfach nochmal umgucken. Wir gucken nochmal, ob hier noch irgendwas ist. Ich meine, wir haben immer noch diese Haare, ne? Also das Mysterium mit den Haaren sozusagen. Mir wurde übrigens in den Kommentaren bestätigt, dass man so von abgeschnibbelten Haaren tatsächlich eigentlich nichts untersuchen kann. Außer vielleicht, ob die Haarfarbe stimmt. Und wenn man einfach so unter das Mikroskop guckt. Aber wer weiß, vielleicht waren es ja alles verschiedene Schwarztöne. So, ich würde gerne mal versuchen... Wir haben jetzt auch keine Schere mehr oder so. Ich würde halt immer noch gerne die Haare vom Samuel eigentlich damit vergleichen. Aber na gut, wie dem auch sei. Dann gucken wir mal hier in Black Mirror nochmal, ob wir vielleicht mit Victoria nochmal reden können. So, einmal nach oben, einmal hier durch. So, Victoria. Ich rede später mit ihr. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Okay, wir wollen ja also nichts berichten. Bates könnten wir natürlich auch nochmal sprechen. Weiß ich nicht, ob er das will, aber ich probiere es einfach mal. Wir haben ja schließlich Zeit, totzuschlagen. Und der Samuel informiert uns ja wie immer nicht, wenn gewisse Zeit abgelaufen ist. So, zum Esszimmer. Es hört sich tatsächlich so an, als würde Bates immer noch kochen. Dafür, dass er 2 Personen ernährt, kocht er jede Menge, muss ich sagen. Mal gucken. Brauchen Sie etwas, Sir? Nein, eigentlich nicht. Ich komme nur gerade zufällig vorbei. Okay, mit ihm haben wir also auch nichts zu besprechen. Dann würde ich sagen, quatschen wir noch einmal mit dem Wirt und dann gehen wir nochmal zur Kirche. Dann ist hoffentlich genug Zeit vorbei. So. In den Pub. So, Harry, guter Mann, was gibt's Neues? Ich habe keine Ahnung, worüber wir reden sollten. Nichts. Okay, na gut. Dann würde ich sagen, Zeit zurück zur Kirche zu gehen. Einmal hinein und wenn der jetzt noch nicht fertig ist, dann müssen wir nochmal überlegen, was wir machen. Dann weiß ich auch nicht. Ach so, hinteren Teil, da wollte ich gar nicht hin. Gucken trotzdem nochmal, ist hier irgendwas? Nö, scheint nicht so. Dann gehen wir mal vor. So, Pater Frederick, hast du recherchiert? Du hast Pater, doch sonst nichts zu tun. Ich muss mit Ihnen reden. Ja, nur zu.
So, endlich fertig. Sie kommen gerade recht, Samuel. Ah, perfekt. Ich habe den Eintrag, den Sie brauchen, in den Chroniken gefunden. Lothar Gordon war der Vater von Thomas Gordon, der wiederum Vater von William war. Seine sterblichen Überreste wurden bei Ashbury begraben, wie in seinem Testament verfügt. In Ashbury? Nach einiger Zeit wurde seine Leiche jedoch exhumiert und in ein Familiengrab auf dem Gemeindefriedhof gebracht. Dort ruht er jetzt. Danke, Pater. Sie waren mir eine große Hilfe. Sie brauchen mir nicht zu danken. Ich lese gern in den Chroniken. Okay, das heißt, er müsste tatsächlich hier irgendwo sein, oder? Das hier ist doch der Gemeindefriedhof, würde ich mal sagen. Insofern lasst uns mal nochmal schauen, ob wir hier irgendwas angucken können. Hier gab es ja auf jeden Fall Familiengräber. Huch. Wer hat die Gruft geöffnet? Na, hoppala. Ach, der Totengräber ist da drin. Erstmal will ich sein Werkzeug klauen, bevor wir mit ihm reden. Mal schauen, was wir ich da so will haben. Seinen Werkzeugkasten nicht in Unordnung bringen. Ach, Samuel, das sind aber neue Wesenszüge von dir. So kenne ich dich gar nicht. Andere Maustaste macht auch nichts. Schade. Und die Gruft können wir auch nicht mehr angucken. Na, dann reden wir doch mal mit dem Totengräber. Ist da jemand? Wer ist da um diese späte Stunde? Sind Sie das? Was machen Sie hier? Negativ oder positiv? Ich bleib mal positiv. Mal gucken. Ich weiß, dies ist nicht gerade die passende Zeit, um einen Spaziergang durch die Gräber zu machen, aber ich habe meine Gründe. Ja. Sie haben wahrscheinlich sehr gute Gründe. Ich suche die Überreste von Lothar Gordon und ich bin sicher, dass ich sie hier finden kann. Ich würde mich gerne innen umsehen. Ich brauche nicht lange. Nein. Um diese Uhrzeit lasse ich Sie nicht mehr rein. Ich muss meine Arbeit erledigen. Kommen Sie morgen wieder. Dann können Sie so lange drin bleiben, wie Sie wollen. Ich muss mich jetzt wieder an die Arbeit machen. Okay. Wir können über eine Urne reden und machen wir das doch mal. Warten Sie. Wir finden bestimmt eine Möglichkeit, das zu regeln. Ich höre. Sie können nach unten gehen und für mich nach der Urne suchen. Es ist sehr wichtig und es soll sich auch für Sie lohnen. Verstehe ich das richtig? Sie kommen nach Mitternacht auf einen Friedhof, um in einem Grab nach der Urne eines Vorfahren zu suchen? Und Sie wollen mir Geld dafür geben, dass ich Ihnen dabei helfe? Genau. Dann muss es Ihnen sehr wichtig sein, wenn ich das richtig sehe. Ach, was soll's. Ich gehe und suche umsonst danach. Also, nach wessen Urne suchen Sie? Nach der von Lothar Gordon. Sie muss irgendwo in der Gruft sein. Okay. Warten Sie hier. Ich werde eine Weile brauchen, um Sie zu finden. Gut. Sag nicht, ich muss jetzt schon wieder warten. Ah, nee, ich kann mich nicht bewegen. Also er müsste noch wiederkommen. Ich kann nichts machen. Sie hatten recht. Ich habe sie gefunden. Hier ist sie. Ich frag mich, ob das... Jetzt muss ich mich wieder an die Arbeit machen. Sie haben mich schon viel Zeit gekostet. Ich möchte heute noch ins Bett kommen. Ich lasse Sie in Ruhe weiterarbeiten. Gut. Je eher ich in mein Bett komme, desto besser. Okay, ich wollte die noch ausreden lassen. Aber ich frage mich, ob das geht. Ist das legal? Kann ich als Familienmitglied einfach so kommen und sagen, so, ja, kannst du mir mal die Urne rausholen? Und dann drückt er mir die einfach in die Hand. Wartet nicht mal, bis ich damit fertig bin, sondern gibt mir die einfach und ist so, ja, viel Spaß damit, ne? Ich weiß nicht. Mal gucken, wir untersuchen die mal. Ah, das ist tatsächlich einfach nur der Schlüssel. Nur noch einen Schlüssel. Williams Schlüssel. Es gibt nur eine Möglichkeit, heranzukommen. Mich schaudert bei dem Gedanken. Aber ich habe keine Wahl. Was ich begonnen habe, muss ich zu Ende führen. Der will möge den Gott mir vergeben. Ne? Oh Gott. Vierter heiliger Schlüssel. Können wir die Urne noch zurückgeben? Ach nee, die haben wir gar nicht mehr. Hat er einfach weggeworfen, ne? Schlüssel rausgeholt und dann hier, pff. So, können wir jetzt noch Werkzeug klauen? Die Taschenlampe könnte bei dieser Dunkelheit nützlich sein. Aha, da ist der Samuel, den ich kenne, wieder. So, eine Schippe bräuchten wir noch, ne? Ich wüsste,
das eine in Ashbury liegt, aber wir können doch jetzt nicht einfach, während der da ist... Ich meine, ich hoffe, das will er machen. Ich weiß es nicht, aber ich nehme es an, oder? Ich meine, er hat ja auch in der Urne gewühlt. Der Boden ist noch nicht hart. Was sage ich denn da? Der Boden ist noch nicht hart. Okay. Was sage ich denn da? Das ist dasselbe. Das andere sagt er auch nicht. Er will also eindeutig buddeln. Sollen wir den... Also ich weiß nicht, der Totengräber ist halt gleich hier. Der bemerkt das doch. Ich guck mal, vielleicht können wir ihn ja auch einfach bitten, das für uns zu machen. Macht er bestimmt richtig gerne. Ich weiß nicht, worüber wir reden sollten. Okay, macht er nicht. Wo könnten wir denn? Hier könnte natürlich auch eine Schippe stehen, ne? Ich guck mal, hier sehe ich jetzt nichts. Mir ist übrigens neu, dass es nach Mitternacht ist. War nicht die ganze Zeit die Geschichte, dass es... Oh, hier ist ein Grab, das wir uns angucken können. Dass es tagsüber ist und nur so dunkel, als wäre es Nacht. Ich dachte, so rum wäre das. Aber na gut, wie dem auch sei, wir gucken es mal das Grab dunkel. An. Es ist dunkel, ich kann nichts erkennen. Okay, wir gucken das Grab mal mit der Taschenlampe an. Und? Isabella Santé, gestorben 1932. Das ist zwar interessant, aber ich weiß gar nicht, was es bringt. Okay. Isabella Santé. Wir können uns das Grab auch angucken. Warum gucken wir uns die ganzen Gräber an? Aber wir machen mal. Mal schauen. Das Kreuz trägt keine Inschrift. Okay, ist das ein Hinweis auf irgendwas? Hier ist auf jeden Fall ein Erdhaufen. Ich schau mal. Es ist dunkel. Ich kann nichts erkennen. Ja, jetzt hab dich doch nicht so, Samuel. Nimm halt die Taschenlampe. Ja, ich sehe halt Erde, ne? Aber vielleicht hat Samuel ja... Auf dem Haufen liegt eine Schaufel. Ah, okay. Samuel erkennt tatsächlich Dinge, die nicht da sind. Na, dann nehmen wir mal die Schaufel, weil ich sehe da echt nichts. Aber na gut, er hat ja auch eine Lampe, ne? So. Dann sollen wir jetzt also tatsächlich einfach vor den Augen des Totengräbers quasi, während der daneben steht, unseren kürzlich verstorbenen Opa ausbuddeln. Habe ich den Plan richtig verstanden? Ich frag nur, ne? Macht jetzt übrigens auch nicht Samuel irgendwie weniger verdächtig, ne? Ich hatte ja schon viel darüber geredet, dass ich finde, also ich hätte den schon mal befragt, so, aber gut, sei es drum, dann legen wir mal los. Auf geht's. Ich muss erst den Totengräber loswerden. Ah, okay, das ergibt natürlich Sinn. Kann ich denn nochmal mit ihm reden? Ich weiß nicht, worüber wir reden sollten. Okay, ich kann also nicht mit ihm reden. Vielleicht kann ich ja den Pater bitten, ihn irgendwie zu sich zu rufen oder sowas. Wäre jetzt noch eine Idee. Ansonsten weiß ich nicht. In die Kneipe können wir natürlich auch nochmal. Wir könnten Harry bitten, ihn... Wobei es gibt keine... Naja, also es gibt Telefone, aber keine Handys. Irgendwie, dass er Schulden hat oder so. Wäre ja vielleicht auch noch ein Weg. Ich probiere es erstmal mit dem Pater. Ich will ihn nicht stören. Okay, das geht also nicht. Weil ich habe das Gefühl, wir haben im Ort noch nichts gemacht, obwohl wir da hin konnten, ne? Ja, wir können auch weiter noch rumlaufen. Ich probiere mal, vielleicht kann ja der Pub irgendwie bei der Kirche anrufen. Hier, der Totengräber hat Schulden gemacht, der soll mal vorbeikommen und die begleichen. Irgendwas in der Richtung. Mal schauen. Ich will sie nicht stören. Okay. Es war ein toller Plan, den ich mir überlegt habe, aber anscheinend nicht. Aber was könnten wir sonst machen, um ihn abzulenken? Ich finde halt schon verdächtig, dass wir noch weiter rumlaufen können, ne? Also das wirkt ja schon so, als müssten wir woanders noch irgendwas machen. Vielleicht zu Hause? Wir können... Okay, das sind... Ah ne, zu Hermann können wir auch immer noch. Ich überlege, ob irgendwo ein Telefon stand, ob wir irgendwie anrufen könnten und sagen könnten, der Totengräber muss kommen. Hatten wir hier? Ich glaube, wenn, dann habe ich es in der Küche gesehen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Nee, das ist kein Telefon, das ist eine Mühle, ne? Haben wir ein Telefon? Aber ja, müssten wir. Wir haben ja bei im Ashbury-Sanatorium mehrmals angerufen.
Brauchen Sie etwas, Sir? Nein, eigentlich nicht. Ich komme nur gerade zufällig vorbei. Bates ist also auch keine Hilfe. Aber wo war denn ein Telefon, wenn nicht in der Küche? Vielleicht hier im Salon? Beziehungsweise im Gemeinschaftsraum? Nee, hier ist auch nichts dergleichen. Aber wir haben bei Ashbury angerufen, ne? Also es müsste theoretisch eins geben. Ansonsten, hier in Hermanns Haus gibt es, glaube ich, auch eins. Mal gucken. Vielleicht können wir da irgendwas einfädeln. Oder wenn nicht, dann müssen wir nochmal zurück zur Kirche. Dann muss da irgendwas sein. Hier sehe ich auf jeden Fall schon mal nichts. Hier unten. Ah ne, das ist nur die Türglocke, ne? War hier gerade noch irgendwas? War doch gerade irgendwas. Nicht? Ja, war so. Habe ich jetzt schon Einbildungen? Anscheinend. Ich dachte echt, da wäre was gewesen. Na gut, dann nicht. Das Mikroskop können wir auch nicht mehr angucken. Das haben wir anscheinend komplett... Doch, hier ist doch was. Ach, das Symbol. Okay, ja gut, aber das Symbol kennen wir ja schon eigentlich. Dann müssen wir wohl doch bei der Kirche irgendwas machen, würde ich denken. Alte Mine? Nee, hier können wir auch überall nicht hin. Wie könnten wir den Totengräber denn ablenken? Ich guck nochmal. Okay, die Gräber können wir hier auf jeden Fall... Ah, nicht, dass wir... Sollen wir jetzt bei einem anderen Grab buddeln, sodass er quasi abgelenkt ist, das wieder zuzubuddeln und dann das andere Grab allein lässt? Mal gucken, ob das geht. Ich probiere mal. Schaufel mit Grab. Nee, macht nichts. Okay, weil wir die Gräber auch noch auswählen können. Oder vielleicht müssen wir die irgendwie beschmieren oder sowas, dass er die sauber machen will. Das ist zwar auch nicht sehr ehrenvoll, aber wäre auf jeden Fall möglich. Oder wir müssen... weiß nicht. Wie könnten wir ihn denn ablenken? Wir könnten auch irgendwie den Ring ins Grab werfen oder hier in das Loch und ihm dann sagen so, ah ja, ich habe den verloren. Such den mal bitte. Irgendwas in der Richtung. Aber wir haben auch keine Farbe und nix. Seltsam. Ich gehe nochmal in die Kirche. Ob hier noch irgendwas Neues ist. Wir können nach hinten, wir können zum Gitter, aber da können wir wahrscheinlich nicht durch, ne? Das Gitter ist abgeschlossen. Ja, ich guck nochmal, ob hier noch irgendwas ist. Aber ich sehe erstmal nichts Ungewöhnliches. Nee. Hier ist auch nichts weiter. Und mit dem Pater zu reden, hatte ich ja schon versucht, ne? Das machte er nicht. Ich will ihn nicht stören. Samuel, was genau möchtest du denn machen, um den Totengräber abzulenken? Ich meine, das Grab hat hier so ein Gebüsch, das könnten wir vielleicht anzünden. Weil das Feuerzeug ist ja das Einzige, was wir haben. Hier, können wir hier das Gebüsch? Nee. Es regnet ja auch in Strömen, also es macht schon auch nicht so viel Sinn. Aber sowas wie Farbe oder so haben wir ja nicht. Wir haben nur Bücher. Bücher und Dokumente und heilige Schlüssel. Ich guck nochmal hier hinten. Ist hier noch irgendwas? Können wir hier irgendwie die Laterne kaputt machen? Oder können wir... Wie würden wir ihn denn ablenken? Ich meine, wir könnten sagen, dass seine Taschenlampe fehlt, aber ich weiß nicht, ob das so eine smarte Idee ist. So. Ich frag nochmal. Ich weiß nicht, worüber wir reden sollten. Da geht tatsächlich nichts. Na gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, ist zwar heute dann ein bisschen kürzer, aber dann ist es eben so. Dann gucke ich mich in Zwischenzeit nochmal ein bisschen um und bin dann nächste Folge hoffentlich mit Erkenntnissen wieder. Wenn ihr eine gute Idee habt, schreibt das auch gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, ja, sehen wir uns beim nächsten Mal bei Black Mirror und damit bis dann.